Alright guys, we just arrived in Germany. Today I'm here at Erste FC Monheim, one of the best 5th division football club out here. And guys, every video we're giving away a pair of Gripmod gloves. Make sure to follow me on Instagram, like this video, comment down below. In a couple days I will choose the winner in the comments. So guys, make sure to get some of the gloves. Let's go! Der Mike ist heute bei uns zu Gast. Wir sind heute hier auf dem Gelände vom 1. FC Monheim. Ich bin hier Torwart beim 1. FC Monheim in der ersten Mannschaft. Ich bin in der Oberliga Niederrhein. Und ja, ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach mal zu unserem Kabinentrakt, dann noch ein paar andere Sachen und dann geht's gleich auf den Platz. Kommt durch rein. Den müssen wir zumachen, weil hier ist Privatbereich. Ja, hier sind wir im Eingang. Nur da werden unsere Klamotten nach dem Training eben reingelegt, danach gewaschen. Hier haben wir unseren Physioraum, wo wir behandelt werden, vor dem Training, nach dem Spiel. Dann geht es hier schon weiter. Im Prinzip haben wir hier unsere ganzen privaten Klamotten, die wir eben haben fürs Training. Ja. Trainingsklamotten werden auch gewaschen, wie du siehst. Da ist der, mein Chef, das ist der Roland, unser Torwarttrainer. Und, kannst du alles mitmachen, nur nicht fühlen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die anderen Bereiche, in den Schuhraum. So, dann gehen wir mal weiter. Also hier ist noch alles Kabinen für Gäste zum Beispiel. Ah, ja, nochmal ganz kurz. Du hast gesagt, was hat das jetzt alles gekostet? Also ich weiß keine genaue Zahl, aber ich glaube, dass alles, der ganze Trakt hier mit dem Stadion zusammen, was jetzt noch ausgebessert wird, ich glaube, da sind wir so bei fast 5 Millionen Euro. Boah, die Stadt Monheim uns, glaube ich, dann auch gesponsert hat, also dann eben zugesteuert hat. Und das ist dann eben schon krass. So, dann haben wir hier unsere, von unserer ersten Mannschaft den Raum. Hier haben wir dann eben noch, wie du siehst, eine zweite Mannschaft, die Junioren, alte Heaven, was eben auch noch so jeder ihre eigene Kabine hat für Material, also für Bälle, Hütchen, etc. Und hier haben wir nur unseren Raum für Schuhe. Geil, also wie bei den Profis. Ja, ohne Witz. Also Bälle sind rechts, was noch ein absolutes Highlight ist, das zeige ich euch jetzt noch. Also ich finde es für mich persönlich mega, das ist hier unten. Wärmer für die Schuhe, also heißt, wenn es mal kalt draußen ist, so Schuhe waren nass, kannst du dir deine Schuhe drauf tun und sind dann auch schön warm fürs nächste Training. Ist das immer noch warm? Ja, ist immer noch warm. Ist, ja, immer noch warm? Ist an. Ja, ist wirklich warm. Also die Schuhe werden hier auch trocken. Kannst du auch sogar Handschuhe drauf tun. Kannst du auch Handschuhe drauf tun, ja. Grüßt euch. So, dann gehen wir mal hier Richtung Besprechungsraum. Hier haben wir jetzt im Prinzip unseren Eingang, das ist nur Privatbereich für uns Spieler. Platz war zum Beispiel, hier sind die Kabinen von den Trainern. Dann geht es hier weiter. Das ist unser Besprechungsraum. Der Mike war gestern dabei, hat dann so donnerstags unsere Analyse für den Gegner. Ne? Und dann gehen wir auch mal zusammen rein, wo wir mit dem Team hingehen. Hier haben wir dann, wie gesagt, unsere Besprechungen, ne, ob wir dann irgendwas Internes klären oder eben auch vorspielen. Ne, vor Bro, es fehlt eigentlich, es fehlt nur ein Raum, so mit Tischtennis oder irgendwo, wo wir so chillen. Das, ja, das stimmt, aber wir lassen uns mal überraschen. Ne? Also Monheim ist gerade Überraschung gut, yeah. Aber wie du siehst, ist schon extrem viel Platz. Ne, und ich glaube, da kommt bestimmt noch Mensch, sogar macht die das Outdoor. Aber wir lassen uns überraschen. Yeah. So, wie ihr sehen könnt, schon eine große Tür, steht schon Kraftraum drauf. Da kommen schon ein paar Spieler raus, die was getan haben. So, hier sind wir im Kraftraum. Nö, alles okay. Von uns. Boah, das ist geil. Das ist wirklich geil. Hat man auch eigentlich alles, was man braucht. Ne? Man sieht schon, der fleißige Co-Trainer. Vorbildfunktion, macht schon was. Und ja, Laufbänder, haben zwei Fahrräder, haben einen Riesenturm, Kurzhanteln. Also hier kannst du wirklich eigentlich alles machen an Krafttraining, Ausdauer. Was man braucht. Und ich auch glaube, auch das ist nicht so selbstverständlich für eine Oberligamannschaft. Oh, das gibt's kaum. Ja. Also das ist schon wirklich einzigartig, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Und wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren. Köpion, also machen wir uns fertig und dann gehen wir fertig. Dann gehen wir auf den Platz und arbeiten. Ne? Let's go. Machen wir. Zeit! Oh, Runde!
11. Vorrunde! 12. Was die Kolbe müssen? 14, 15, 16. Guys, get the grip, let's go. Guys, we have one player here from America. Bro, tell me a little bit of your experience. How is it to be like in Germany? Or like, where are you from, first of all? All right, well, I was born in Washington, D.C. Live in Gare Park, Maryland. That's my hometown, so shout out. But it's growing up in America, it's a different style of football, different style of play. And I'm moving into this country. It's focus on performance, focus on perfection, rather than techniques too, right? Technique, rather than just going out there and giving it 100% each day. It's a focus on making the right decisions, making the right saves, and making everything perfect. Thank you, bro. Let's go back to training. Let's go, baby. Am Sonntag, also alle abchecken, oder? Natürlich. Alle Videos geliked. Okay. Let's go. Oh, that's how we do it. In German you always say, let's the store entscheide it. So the winner wins. Who scores the last goal? Alright guys, I would say thank you so much for watching. Don't forget to join the giveaway. I think we're gonna do this every video right now. And guys, smash the like button and I see you next episode. Let's go.